So, also jetzt ist er schon im Ring. Der Sohn von Eric Bischoff, der jetzt wirklich im Rampenlicht steht, möchte also was sagen. They've been pretty crazy. Die letzten Wochen waren ziemlich verrückt. And I never would have thought, und ich hätte nie geglaubt, dass es zwischen meinem Vater und mir so weit kommen würde. Das macht mich echt fertig. My dad would like an apology. Mein Vater will eine Entschuldigung. So, I came here tonight. Und genau deswegen bin ich heute Abend hier. Dad, also Papa, you could please come on, komm bitte down, raus, so I can damit ich mich von Angesicht face zu Angesicht bei dir entschuldigen kann. Natürlich, ganz oh, bestimmt. Ja, ach, ist er auf glücklich, der Papa, dass der Sohnemann einknickt. Schade. Also. Aber so richtig wohl fühlt sich Garrett, glaube ich, nicht dabei. Aber er aber kennt ich mein, natürlich was, seinen Vater. Mike, was soll das? Also erst macht er einen Aufstand gegen den Vater, ja? Gegen den mächtigen Vater. Und jetzt kriegt er zu Kreuze und knickt hier ein, will sich entschuldigen, wie aber so ein mächtig kleiner ist er natürlich nicht mehr. Was? Mächtig ist er nicht mehr. Eric Bischoff ist immer mächtig. Ja, was, der offiziell. Was der jetzt kommt ihr mit Kontakten, oder? Ja, Connections, Kontakte, Telefonnummern, was, E-Mails. Was ich dir zum Thema Kontakt sagen kann. Ja. Wenn du einen Lichtschalter drückst, hast du auch schon Kontakt. Ja, das Problem ist nur, wenn Eric Bischoff Lichtschalter drückt, dann gehen ganze Arenen an. Und nicht nur eben eine 20-Watt-Glühbirne. Ja gut, vielleicht wollen sie auch den Familienfrieden einfach wahren. Ich weiß es nicht. Warten wir mal ab, was Jared dazu sagen hat. Hi, Dan. Hallo Papa. Ich möchte mich von Angesicht zu Angesicht entschuldigen. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich deine Erwartungen nicht erfüllen konnte. Und es tut mir leid, dass ich dich bei Bound for Glory enttäuscht habe. Dann hätte es nicht anfangen sollen. Die Fans sagen auch, du nervst, du Feigling. Und es tut mir wirklich, wirklich leid, dass ich nicht zu dem Mann geworden bin, den du dir gewünscht hast. Ja, es gibt noch Hoffnung, so Eric Bischoff. But what I'm most sorry about, was mir am meisten leid tut, was mir wirklich, wirklich leid tut, ist, dass ich das nicht schon vor ein paar Jahren gemacht habe. Ah! Von wegen Entschuldigung, der zimmert Eric Bischoff mal eben in der Mitte des Rings eine. Der flippt ja vollkommen aus, Garrett Bischoff. Geht hier auf seinen Vater los, Gunnar und Ric Flair kommen jetzt Eric Bischoff zur Hilfe, da muss natürlich Garrett abhauen. Und Ric Flair hat's ja gesagt. Lass mich diesem Bengel Manieren beibringen. Ich meine, das ist natürlich auch keine Art. Ja? Nee, also, ich glaube, jetzt hat Garrett Bischoff auch wirklich eine Lebensentscheidung getroffen. Ja, aber das kann sich ein Eric Bischoff nicht gefallen lassen. Vor allen Dingen nicht vor seinem stärksten und vor seinem erfahrensten Mitstreiter. Naja, ich glaube, mit diesem ersten Schlag wurde er soeben enterbt. Wie kannst du es wagen? Ich trete dich in den Hintern. Bischoff ist außer sich. Aber Garrett Bischoff zeigt hier, dass er doch seine eigenen Entscheidungen treffen kann.